Es ist ein Aufeinandertreffen, mit dem man nicht unbedingt gerechnet hätte. Marielle Ahrens und ihr Ex Patrick Graf von Faber-Castell tauchten jetzt bei der GHD-Party in Berlin auf. Und das, obwohl beide seit 2 Jahren getrennt sind. Besonders überraschend, Tochter Isabella kam mit ihrem Adoptivvater statt mit ihrer Mama. Nein, das ist ganz relaxed zwischen uns. Ist ja oft so, dass wir gemeinsam irgendwo aufeinandertreffen. Also gar kein Problem. Wow, das hört sich wirklich alles ganz entspannt an. Doch bleibt das auch noch, wenn neue Partner ins Spiel kommen? Marielle hat erst kürzlich verraten, dass es einen neuen Mann an ihrer Seite gibt. Wird der dann auch in die Patchwork-Familie integriert? Irgendwann in diesem Leben mit Sicherheit, na klar. Nein, es wird jetzt nichts forciert, aber das kommt alles auf uns zu. In dieser Hinsicht scheint er mit seiner Ex-Partnerin auf einer Wellenlänge zu sein. Denn auch die 45-jährige Schauspielerin will das Kennenlernen nicht überstürzen. Aber man muss ja jetzt nicht unter Teufel komm raus, sich jetzt irgendwie wieder auf... Wir stellen uns vor, alles easy, ganz langsam. Alles easy, das beschreibt das Verhältnis dieser Patchwork-Familie wohl am besten. Wie schön, wenn Trennungen wirklich mal in aller Freundschaft vonstatten gehen.